Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Black Desert Online. Das letzte Mal waren wir in dieser uralten Steinkammer, Grabkammer, wie heißt sie eigentlich? Ich glaube Steinkammer heißt es. Und haben, ja, da freut sie sich, dass es mir doch noch der Name eingefallen ist. Das finde ich schön. Ja, und haben so ein bisschen was rausgefunden über die alte Geschichte. Also was heißt rausgefunden? Es war schon sehr, sehr verwirrend, aber ich denke, so ein bisschen schlauer sind wir geworden und vor allen Dingen hat unser Geist ein Gebiss. Das ist die Erkenntnis gewesen in der letzten Folge. Geister können auch Gebisse haben. Und von daher werden wir uns jetzt, denke ich mal, hier wegmachen und unserem Geist weiter folgen, denn der will von uns irgendwie, dass wir Baumgeister bezwingen. Ach ja, lang nicht mehr gekämpft irgendwie, fällt mir da jetzt gerade auf. Wie war das doch gleich? Zurück und E. Also ich sollte auch in die Kampfhaltung gehen da vorher, ne? So. Echt? Ich muss sagen, so langsam, aber sicher. Ach komm, sammeln wir. Boah, das Grumpel hier. Ausgewachsener Baumgeist. Müssen wir auch mal auch entsorgen, wenn ich das hier gerade so richtig sehe. Also zurück und also wieder unsere harte Attacke und dann zack, zack, zack. Gib ihm, gib ihm. Mir schon ehrlich gesagt ein bisschen leid. Questziel teilweise abgeschlossen. Schauen wir mal. Pflück mal wieder ein paar Blätter. Da haben wir noch einen uralten, nee, einen unreifen Baumgeist. Sehr geil. Sehr geil. Also man kann mit dem Ranger wirklich ganz gut abräumen, glaube ich, wenn ich das hier so sehe. Also eigentlich brauchen wir nur den, aber komm, dann nehmen wir den noch mit. So. Haben wir das auch? Was brauchen wir noch? Junge Baumgeister. Suchen wir mal orangene Punkte. Da irgendwo müsste einer sich verbergen. Bin ein wenig blind, glaube ich. Ach, da. Sind aber auch klein. So. Also so lahme Gegner sind natürlich ein gefundenes Fressen für jede Waldläuferin. Ich möchte es allerdings ehrlich gesagt nicht erleben, wenn man mal einen echt starken Fernkämpfer oder einen verdammt schnellen Gegner hat. Ich glaube, dann wird das echt putzig. So, der Geist. Da kommt der Nussknacker. So. Oh, eine Rüstung kriegen wir und, ja. Wir brauchen ja keine Mana-Tränke. Uno und der Riesenkobold. Erinnert ihr euch noch an diesen nervigen Kobolde? Ich spüre ein großes Verlangen nach Schwarzenergie tief aus dem Erdreich. Ich kenne da einen schlauen Kopf, der uns helfen könnte. Vielleicht kann ich ja seinen Geist eindringen. In seinen Geist eindringen. Okay, mach das. Bestimmt voll lustig. So. Gespräch beenden. Und zapp. Ich weiß nicht, ich. Ganz ehrlich. Was ist denn, wenn wir das mal wieder ausblenden? Ach, gucke. Es geht. Ja, das ist doch okay, oder? Ich glaube, die Schuhe würde ich auch noch anders machen. Moment, Schuhe. Ups, nee, halt. Anziehen wollte ich sie schon. Ich wollte sie nur ausblenden. Ja, doch so ist das okay. Also die Kapuze kann sie ruhig aufbehalten. Ich finde, das passt zu so einer Waldläuferin. Und der Bogen bzw. Köcher sieht ja auch schärfer aus als der normale. Da kann man ja mal ganz kurz hier. Ne, also das hat schon was. Das finde ich jetzt okay. So könnte ich es rumlaufen lassen, auch wenn es farblich nicht ganz passt. Da könnte man ja jetzt anfangen und das irgendwie einfärben oder dergleichen. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen. Ich bin so. Ach, Mann. Ich halte mich zurück, ich verspreche es. Ich halte mich zurück. Wir machen jetzt erstmal mit der Quest weiter. Aber normalerweise würde ich jetzt eigentlich auch ganz gern schon loslegen und hier Kupfer sammeln und Stein irgendwie aus dem Berg brechen und Ressourcen sammeln, damit wir gleich, wenn wir nach Velia kommen, schon was zum Verkaufen haben. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir machen erstmal. Wir gehen erstmal ein bisschen voran. Wir gehen erstmal ein bisschen voran. Sprecht mit Uno
Und dann müssen wir nach Velia. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist auf dem Weg zu Uno mindestens noch eine Farm unterwegs. Da müssten wir... Moment, komm, also sowas kann ich nicht links liegen lassen. Wo war es jetzt? Irgendwo war es, wo ich was sammeln hatte. Es war eigentlich nicht das hier. Das sollten wir einfach mitnehmen, damit unsere Sammelfähigkeit gleich erhöht ist und wir anständige Sachen relativ bald rausbekommen. Das machen wir einfach schon immer mal, oder? Was meint ihr? Ich finde diese Stimmung, die dieses Spiel erzeugt mit diesem hier im Morgengrauen, oder? Sind wir noch im Morgengrauen? Nee, Abend. Und rot ist es. Sieht eher aus wie so ein anbrechender Morgen. Der Himmel sieht so ein bisschen körnig aus da oben. Das ist gerade nicht so schön. Aber dieser Dunst, der in den Wäldern hängt, ist einfach cool. Einfach schön. In die Ferne blicken. Und das soll eigentlich auch so das Motto sein von diesem Let's Play, oder? Einfach schauen, genießen, sich umschauen. Ach ja. Ach ja, ich liebe es. Ich hab mich in dieses Spiel so derb verliebt. Das ist einfach so. Es tut mir leid. Und alle anderen Spiele, es tut mir leid. Da ist kein Platz mehr in meinem Herzen frei. So, ihr habt eine sichere Zone betreten. Nee, jetzt ohne Witz. Es ist... Huch! Ein Wolf! Um Gottes Willen, ein Wolf! Huch! Ich muss das Ziel noch üben mit dem Ausweichschuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist mit dem los? Ach was, ich bin außer Reichweite geraten? Tschüss! War schön mit dir! Oh mal, da ist eine Quest. Wisst ihr, ich wusste doch, hier ist noch so ein Hof unterwegs. War das der Hof, wo ich mit dem Helm gedacht habe, hey komm, den können wir uns mal gönnen? Ich glaube, das war der Hof Toskani. Ach doch, das ist ja Toskani. Gucke. Das ist er ja. Okay, hier gibt's Wissen, da gibt's Wissen, da gibt's auch noch eine Quest. Wir schauen uns trotzdem erstmal weiter an. Hier ist die Postenverwaltung. Den Posten schalten wir auf jeden Fall schon mal frei. Handel. Ach, wie was? Baumgeistspross. Aha. Da muss ich mich noch mit auseinandersetzen mit dem Handelssystem. Da kenne ich noch überhaupt nichts zu. So, Novare. Guck mal einer an. Freundschaftsladen bei 500 Freundschaft. Ist ja interessant. Alle nennen mich Novare. Tut es ihnen doch einfach gleich. Das alte Pärchen hier ist so niedlich. Wenn ich alt werden muss, will ich, dass es wie bei ihnen wird. Alte Pärchen? Welches alte Pärchen? Ist immer schön, wenn man gemeinsam alt werden kann. Es ist nur leider Gottes vielen auch nicht vergönnt. Schade, ich sehe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Meint er das alte Pärchen hier? Nein, das sind Arbeiter. Hm, keine Ahnung. Hofhändlerin. Nein, die beiden? Also sie alt, ja, er... Eher nicht so. Er ist auch nur Dorfbewohner. Sie, naja, Chefin. Komm, lass mal hören. Seid ihr ein Söldner? All unsere jungen Leute ziehen von dann, weil es hier so viele Bestien gibt. Mein Sohn ebenfalls, aber er kümmert sich um eine wichtige Aufgabe. Er befindet sich beim westlichen Wachlager, wo sie Velia beschützen. Ich denke an meinen Sohn im westlichen Lager. Okay, einen einfachen Zaun könnte ich mir hier ausleihen von ihr. Und sicherlich mal an Gemüseanbau hier oder so denken. Da ist ja Mais, glaube ich, in der Nähe. So, ein Feigling von einem Mann. Okay. Ihr kommt sicher vom westlichen Lager. Wie geht es meinem Sohn Constanto? Ich habe ihn, glaube ich, nicht kennengelernt. Nun, keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten, was? Zumindest ist das meine Hoffnung. Bitte richtet ihm aus, dass es seinen Eltern gut geht. Im Moment ist es recht friedlich hier auf dem Hof, aber beim Flemenhof scheint es einige Probleme zu geben. Der Besitzer hat die Aufsicht über das Lager in Velia, aber er ist einfach ein hoffnungsloser Feigling. Alles klar. Dann müssen wir mal da vorbeischauen scheinbar. Was hat sie denn hier so? Rum! Und eine Puddel rum! Was haben wir denn hier?
billigste Fusel der Kneipe. Er wird hauptsächlich an Seeleute verkauft. Okay. Hochwertiger Wein. Was bringt mir das? Man weiß es nicht. Zucker. Hier kann ich also allerlei Zeugs kaufen. Frittieröl. Sonnengetrocknetes Salz. Altbier. Gibt's auch Kölsch? Einmal nicht. Eine Kochnische. Das für das Kochen verwendet werden kann. Es kann in einem Haus angebracht werden. Also für 1000 Silber kriegen wir eine Kochnische für unser Häuschen. Ich hoffe, ich kann mir das noch merken, wo ich das alles kriege. Oder hoffe, es auch in Belia zu kriegen. Ansonsten muss ich da wieder suchen. Oder ihr müsst in die Kommentare schreiben, wo nochmal der Händler war. Sehr schön. Haben wir das auch? Was muss ich machen? Gehe zu Rovent. Wie weit ist denn das jetzt weg? 350 Meter mit Uno 400 Meter. Wir machen erstmal Uno. Das ist ja schon mal so halb in die Richtung von Rovent, weil Rovent, habe ich das Gefühl, geht so ein bisschen Richtung Velia schon. Da kommen wir vielleicht noch irgendwie vorbei. Hoffe ich mal. Schauen wir mal. Wir kriegen gleich übrigens stärkere Monster. Ab 10 Uhr nachts. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr. Schauen, kommt wahrscheinlich gleich die Einblendung. Und derweil. Gucken wir hier mal. Ihr habt eine Kampfzone betreten. Ich glaube, diese Meldung mache ich auch noch aus. Da werden die Monster stärker. Aber sie geben auch mehr Erfahrungspunkte. Was haben wir denn hier oben schon wieder? Talente. Hier neue Geschichte. Unglaublich. Hier steht es jetzt. Ab 22 Uhr gewinnen Monster an Wildheit. Ihre Angriffskraft ist gesteigert, aber sie geben auch mehr Erfahrungspunkte. So weiter. Hier Verteidigungswaffen der Uralten. Riesige Verteidigungswaffen. Eden. Uralte Steinkammer. Hier, das finde ich wunderbar. Dieses Bild wird so auf... Okay. Also hier kriegen wir das dann doch nochmal auch genauer gezeigt, was da drauf gestanden ist. Ich bin gespannt, ob ihr wollt, dass wir doch einiges davon vorlesen oder ob ihr mehrheitlich wollt, dass das nicht der Fall sein soll. Könnt ihr ja mal schreiben. So. Ist natürlich so, dass dann der Spielfluss schon ein bisschen leidet, wenn wir ja dann so viel lesen. Komme ich da jetzt noch hin, wo ich hin wollte? Mal schauen. Erstmal diese Kampfzone betreten, das nervt ja echt. Ich glaube, das muss ich wegmachen. Ein bisschen häufig. Weil prinzipiell ist diese Information ja schon ganz okay. Ich weiß nicht, ob das auch für PvP und dergleichen gilt, diese Kampfzone. Ich habe übrigens die Lampe nicht an. Soll ich die mal anmachen? Meine Laterne? Ist das schöner? Ich glaube, oder? Ich glaube, es ist besser. So, Uno. Ich glaube an die Wissenschaft. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich die Magie oder Alchemie missbillige. Überall treten unerklärliche Phänomene aus. Wie steht es mit euch? Seid ihr verwirrt? Noch nicht. Ihr solltet gründlich darüber nachdenken, so wie ich es getan habe. Okay, dann überlege ich mal. Nein, ich bin nicht verwirrt. Gehen wir jetzt langsam, aber wenn ich dich so sehe, dein Blick sagt mir schon, dass das mit der Verwirrung durchaus... Also er hat ja nur darüber nachgedacht. Das heißt ja nicht, dass er nicht zum Ergebnis gekommen ist. Ja, er ist verwirrt. Na gut. Was führt euch denn ausgerechnet an diesen Ort? Es war doch wohl kein Zufall. Nein, ich spüre die Schwarzgeistenergie in euch. Nee, die Schwarzenenergie in euch. Ich selbst bin hier, um sie zu erforschen. Die Schwarzenenergie. Naja. Es soll angeblich riesige Monster geben, die Schwarzenenergie nutzen. Hieß die nicht immer die ganze Zeit Schwarzgeistenergie? Jetzt heißt es auf einmal Schwarzenenergie. Na gut. Doch sie unterscheiden sich von euch. Die Monster verzehren sich nach der Energie. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wollt ihr mir dabei helfen? Können wir machen. So, große Kobolde sind ein interessanter Forschungsgegenstand. Okay. Also dann. Koop, der Schwarzgeist und der Riesenkobold. Das ist diese erste Boss-Quest, aber die kann man auch alleine machen. Dieser Riesenkobold, ich kenne sein wahres Ich. Ich kann tief in sein Innerstes blicken. Glaubt ihr mir nicht? Dann werde ich es euch beweisen. Ich kann etwas beschwören, das dem Original in jeglicher Hinsicht gleichkommt. Hehe, also strengt euch besser an. Jetzt könnt ihr euch beweisen. Alles klar. Wir haben diese Beschwörungsschriftrolle bekommen und müssen eben dann diesen Kobold erwecken. Huch, nein, da.
Haben wir noch irgendwas hier? Da, Inventarerweiterung. War mir doch so irgendwie da noch was zu haben. Und Ohrring haben wir auch noch. War doch ein Ohrring, oder? Genau. Habe ich den noch gelootet? Oh, habe ich zwei davon? Egal, nehme ich mit. So, gehen wir zu dem. Machen wir, komm, wir gehen da jetzt hin. Wir machen eben den Roman noch, obwohl ich ja eigentlich schon sehr gerne nach Velia möchte. Wegen der... Was sind eigentlich diese roten Quests? Klickt auf die Schaltfläche, Quest zu verstecken, aufzugeben. Automatisch hinlaufen, kann ich die nochmal da? Was kriege ich denn dafür? Ja, diese Kriegsmeldung mache ich noch aus. Habe ich auch den Hinweis in den Kommentaren bekommen, die mache ich noch aus. Und Belohnung kriege ich jetzt auch nichts Großes. Die Frage, ob das Wissen freischalte, weil das rot ist und Wissenszeichen sind immer rot. Ich weiß es nicht. Ach komm, wir schauen da jetzt hin. Was soll's denn? Was soll's denn? Mach mal kurz die Kurve, aber dann... Ich fürchte nur fast, wenn ich da jetzt bin, auf dem Hof gibt es ja Probleme, hieß es. Ich fürchte, wenn ich hier bin... Hier kann man auch Häuschen kaufen. Lagermeister. Habt ihr einmal den Akris-Altar gesehen? Sie opfern dort lebendige Menschen. Ich könnte der Nächste sein. Wenn ich eines Tages nicht mehr da sein sollte, betet bitte für meine friedvolle Ruhe. Was ist? Dieser Ort ist einfach so gefährlich. Was ist denn? Das ist ja hier Weichpappe. Nur am Rummimimin hier. Das gibt's auch gar nicht. Okay, hier hätten wir Wissen. Lagerhaus von Hof Marinov. Nee, Marino. Hof Marino. Entschuldigung. Das ist wieder ein bisschen weit weg, der Monitor bei mir. So, komm, wir nehmen jetzt erstmal an. Aber 250 Freundschaft aufbauen? Ich habe 8 Punkte nur. 250 schaffe ich nicht. Was hat er denn hier? Handel. Interessant. Aha. Wenn ich das kaufe, kann ich das dann wohin bringen oder wie? Ich habe keine Ahnung, wo ich das dann hinbringen muss. Das muss ich noch zeigen. Was hat man hier? Hof. Marino entdecken. Benötigt. 10 Energie. Shit, ich habe nur 8. West. Also, Feigling Rowand, mal schauen. Solltet ihr ein Söldner sein, dann habe ich Arbeit für euch. Seht ihr diese wilden Bestien? Ich habe keine Angst vor ihnen. Das ist es nicht. Ich mache mir nur Sorgen um den Transport der Wertgegenstände. Könnt ihr den Trägern auf dem Esel zu Bahar begleiten? Ihr würdet mir einen großen Gefallen erweisen. Oh. Okay, dann müssten wir den Träger begleiten. Und dafür kriegen wir entweder Bier, Feldsuppe, Backfisch und so weiter. Kriegen wir auch Energie? Jawohl. Das ist doch mal eine lohnende Sache, oder? Beitrags-EP? Pfanne mit Spiegelei? Was ist das? Schau mal, das ist ein Marktplatz-Gegenstand. Was ist das? Auf jeden Fall ist das wertvoll. 6000 Silber? Eine Pfanne mit einem Spiegelei. Platzierungswerkzeug. Ist das für die Bude zum Einrichten? Ich weiß es nicht. Ich nehme das jetzt auf jeden Fall an. Gar keine Frage. So. Gespräch beenden. Guck mal, jetzt habe ich auch schon wieder 9 Punkte. Wenn wir noch ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir noch genug. Es ist wirklich so ein Weichei, was? Wie wäre es, wenn wir die Lieferung stattdessen an Santo Manzi verkaufen? Boah. Muss ich das machen? Der zahlt uns wenigstens mehr als dieser Knauser Bahar. Kann ich das ablehnen? Hm.
Wenn ich das jetzt ablehne, ist die Quest dann weg? Oder kann ich die wieder rufen mit... Komm, wir machen das mal. Geld regiert die Welt. Okay. Bringt das Gepäck zu Santomanzi. Okay. Moment. Nein, dahin müssen wir. Okay, und das ist der Träger. Ich habe neues Wissen erhalten. Hof Marino. Oh, okay. Jetzt erst. Neues Gebiet entdeckt. So. Also dann. Losgehen. Danke für eure Hilfe. Fangen wir an. Sprich beenden. Schauen wir mal. Kommt er jetzt mit mir? Jawohl. Er kommt mit mir. Wunderbar. Dann bringen wir das mal rüber. Ist das jetzt vielleicht so eine Handelsmission oder so? Oder ich weiß es gerade gar nicht. Geld regiert die Welt. Bringt das Gepäck zu Manzi? Ja, wir hören. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich hier eventuell... Moment, wisst ihr was? Wir machen das mal folgendermaßen. So. Was tut es? Kommt der... Okay, das Autolaufen funktioniert ja super gerade. Moment. Mach das nochmal aktiv. T. Okay, jetzt funktioniert es. Irgendwie wollte es nicht. Kommt der jetzt hinterher? Nee, der kommt nicht hinterher. Hallo? Was ist mit dir los? Lahmer Esel. Komm, wir müssen scheinbar so laufen. Ich denke, mit Autolaufen funktioniert das nicht. War ein Versuch wert. Komm bei. Hey, Junge. Ist das immer, wenn ich zu weit weg bin, oder wie? Oh, das kann nervig werden. Das kann ein bisschen nervig werden. Ich überlege gerade, gibt es eigentlich eine Taste, wie ich... Ich nehme schon mal die Waffe raus, dann bin ich etwas langsamer. Gibt es eine Taste, womit man gehen kann? Schauen gerade. Weltkarte, Freunde, Mail, Gilde, Wissen, Färben, Skillverarbeitung, Profil. Laufen wir da mal ein bisschen. Spezialbelohnung, automatisches Rennen, das ist T. Spezialbewegung. Ausweichen, Rennen. Kampfmodus, Sitzen. Nö, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Ist er noch da? Er ist noch da. Dann sind wir in Villia. Ah, und Eileen hat die Quest. Das ist immer so meine große Befürchtung. Da hat man ja die Probleme in der Closed Beta 2, dass der Helm diese Quest nicht hatte. Das ist, glaube ich, der Start der ganzen Crafting-Quests, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, ja. Gut. Guck mal. Die Arbeiteraufsicht. Oh. Mann. Feg doch mal deinen Gaul. Das gibt's doch gar nicht. Komm bei. So. Hier. Sind wir am Ziel. Hoffe ich. Keine Ahnung. So, er. Goblin Santa ist wütend. Goblin, hier ist es. Soll das ein Witz sein? Ich mache es nochmal. Der scheint ja sehr nett zu sein. Ich bin Santomanzi und ein Mann von Welt. Die Leute zerreißen sich den Mund über mich, aber sie sind doch alle bloß neidisch. Ich bin für alle Goblin-Arbeiter in der Stadt verantwortlich. Ihr könnt also nur davon profitieren, dass ihr mich kennenlernt. Okay. Okay. Noch mehr, okay. Also mit ihm müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir mit ihm reden können.
Er hat eine Quest. Oh, ich glaube, ich muss Zettel und. Boah, wie soll ich mir das merken? Wie soll ich mir das merken? Ich muss hier einen riesen Block mitschreiben, bei welchem Charakter wo noch Quests schlummern, wenn ich Freundschaft mit ihm schließe und. Okay. Arbeitervertrag. Hier können wir aber Arbeiter jetzt einstellen bei ihm. Und kostet 5 Energie, um einen Arbeiter anzuheuern. Machen wir jetzt noch nicht. Aber das kommt bald. Das kommt bald. Das kommt sogar sehr bald. Dann werden wir hier. Robins Fracht übergeben. Also dann. Haha, willkommen. Sieht ganz so aus, als sprechen wir dieselbe Sprache. Ich werde euch gut entlohnen. Ist das nicht das Zeug für Bahar? Diesen Sauen? Das gefällt mir. Vielen Dank. Das habt ihr richtig gut gemacht. Ich glaube, wir haben einen Fehler begangen. Ich hätte ihm, also wenn ich den jetzt hier so sehe, ihm das Zeug zu geben, das widerstrebt mir gerade sehr. Kampftalentpunkte 2. Ist natürlich eine gute Belohnung, muss ich zugeben. Abgeschlossen. Die große Frage ist, kriege ich jetzt die Questbelohnung von dem anderen? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe ja... Oh, war das jetzt... Ich glaube, ich habe große Fehler gemacht. Ich hätte die andere Belohnung mitnehmen sollen. Wir hätten das zu Bahar bringen sollen. Und die andere Quest ablehnen. Ich dachte, hier gibt es jetzt dann eine Einführung. Also das war so meine Hoffnung, dass es eine Einführung in Handelsabläufe gibt. Also man kann ja hier Handel betreiben mit Handelsgütern, mit echten. Jetzt nicht nur mit dem Schund, den man so findet, sondern richtige Handelsgüter. Und ich dachte, das wäre so der Einstieg da rein, dass der Schwarzgeist einem das mehr oder weniger darüber näher bringt. Aber jetzt habe ich für 2 Talentpunkte diese dicke, fette Belohnung versaut, die ich von Bahar hätte bekommen können. Shit. Ja, mit der Pfanne hätte ich mehr anfangen können. Ich meine, klar, okay. Zusätzlich 2 Talentpunkte. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die limitiert sind. Es kann natürlich sein, dass die am Ende auch richtig was wert sind. Wir haben 6 Stück allerdings nur momentan. Das ist gar nicht mal so viel. Müssen wir mal schauen, was wir da als nächstes lernen. Das kommt jetzt auch bald wieder. Dass wir da was erweitern. Nadelspitze, Sprungtritt, Fegekick. Die Seelenheilung, MP-Regeneration. Mal gucken. Kleine Sekunde kurz. Musste gerade mal husten. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier noch die Quest. Die nehmen wir noch an. Hallo, Adventurer. Also, was? Clorinz hat viele Kunden. Liegt das an ihrem Standort? Nein, das liegt daran, dass sie besser ist als du. Eileens, bitte. Ich führe alchemistische Untersuchungen durch, doch es fehlt mir an Forschungsgegenständen. Wenn ich die Parasitenbienen untersuchen könnte, wäre ich vielleicht in der Lage, einen wirkungsvolleren Trank herzustellen. Könnt ihr mir in meinen Forschungen helfen? Ich werde euch entlohnen, wenn ich eine Alchemistin geworden bin. Wir kriegen dafür wieder einen Inventarplatz, deshalb ist diese Quest so schön. So. Ja. Und verkaufen. Unkraut, nein. Da, das Zeug kann ich wieder verkaufen. Alle ausgewählten Gegenstände. Und dann hier kommen die Rüstung, brauchen wir auch nicht. Ich denke nicht, dass ich die im Auktionshaus für einen ernsthaften, guten Preis verkaufen kann. Bei Kupfer und bei Unkraut sieht es vielleicht anders aus. Wer weiß das schon? Vor allem Unkraut. Vor allen Dingen Unkraut. Also falls man das gut verkaufen kann, werde ich demnächst hier in den Garten gehen. Eine Kiste voll machen, zum nächsten Auktionshaus laufen und sagen, da. Löwenzahn, Distel. Häuptling Igor Bartelli. Was ist denn grün? Ach, das sind die Crafter-Quests. Guck eine an. Das sind die Crafter-Quests. Die gehen da los. Und hier hätten wir Pulvio. Ei, ei, ei. Und beim Möbelhändler ist auch eine Quest.
Dem ist fast der Wagen umgefallen hier. Raser, Raser, ich werde dafür sorgen, dass hier ein Blitzer aufgebaut wird. Das kann ich euch sagen. Und eine Ampelanlage muss in den Kreisverkehr. Heutzutage baut man ja Kreisverkehre. Ja, werden ja keine Ampeln mehr gebaut. Immer überall ein Kreisverkehr. Wo es nur irgendwie geht. Ein Begleiter, der zu einer Frau... Was? Neues Wissen. Der zu einer Frau passt. Ist ein süßes Kätzchen. Findet ihr nicht? Oh ja. Gegen einen Begleiter? Pets raised with love will never betray you. Oh, bin ich mal gespannt. Das wäre schön. Behandelt Tiere so, wie es diese wertvollen Kreaturen verdienen. Im Gegenzug werden sie euch bis zum Schluss beschützen. Quest. Passende Schuhe. Ich will einen Begleiter. Egal. Wie war eure Zeit in Balenos? Wie ich sehe, habt ihr viel gelernt im Vergleich zu dem, was ihr wusstet, als ihr hier angekommen seid. Sind wir ihm schon mal begegnet? Ich verstehe es gerade noch nicht so ganz. Erfahrene Abenteurer teilen die Ansicht, dass man gutes Schuhwerk für eine lange Reise benötigt. Islin beim Wirtshaus hat ziemlich anständige Schuhe. Geh doch einmal zu ihr. Beitrag, okay, annehmen. Och Mann, ich dachte, jetzt kriegen wir hier am Ende eine Quest, wo wir vielleicht einen Begleiter bekommen. Oh, schade. So. Zaira haben wir jetzt auch kennengelernt. Hat auch einen Laden. Haben wir wieder die ganzen die ganzen Werkzeuge. So, Igor werden wir gleich noch kennenlernen. Da unten ist auch was. Sucht Isli mit ihrem guten Schuhwerk auf. Ich glaube, das ist da. Kann das sein? Mal Platz. Und ach. Da ist sie doch, Isli. Questziel erreicht. Und neues Wissen. Immer gut. Willkommen, ihr seid sicherlich weit gereist, aber reist ihr ganz alleine? Ihr seid aber nicht irgendwie betrübt, oder? Ihr solltet euch nicht so fühlen. Ihr seid jung. Ihr seid wunderschön. Egal, was ihr tut. Ja, okay. Egal. Ja, ich habe ein paar brauchbare Schuhe. Wollt ihr sie einmal ansehen? Oh, jetzt kann ich sie ausleihen. Ihre Käsemauken da drin gewesen. Super. Was ist denn hier los? Bewegungsgeschwindigkeit plus 1, wenn ich die ausleihen würde. Und müsste 4 Beitragspunkte dafür investieren. Du kannst deine Schuhe behalten. Ja? Die stinkenden Dinger. Aber, Buff. Wissen. Nur wir können noch nicht mit dir reden. Okay. Den haben wir hier. David Finto, Chefkoch. Seid ihr Santo Manzi begegnet? Wenn ihr mich fragt, ist der Kerl in Ordnung. Er hat es vielleicht nicht so mit Nettigkeiten, aber er ist nicht so übel, wie die Leute einen glauben machen wollen. Ich bin sicher, ihr und Santo würdet tolle Kumpel abgeben. Na gut. Gespräch beendet, Laden. Hier, schau mal einer an. Da kriegen wir auch das ganze Zeug, was wir vorhin schon gesehen haben. Altbier, Rum. Alles klar. Kriegen wir unsere Zutaten, wenn wir sie brauchen fürs Craften. Mensch, ist hier ein Graf. Ein Clown. Oh, guck mal. Eine Sage von Velia. Sammeln. Wollt ihr eine Geschichte hören? Für nur ein Silberstück erzähle ich euch eine. Was für eine Geschichte soll ich euch erzählen? Na gut, die hier ist nicht schlecht. Es ist nicht lange her, da ging ein abgekämpfter Reisender zum Speisen in ein Wirtshaus und wurde dort das Ziel der Stadtgauner, da er offensichtlich schwächer war. Dann tauchte auf einmal ein Mann auf. Die Klinge seines Schwertes sah scharf genug aus, um Grashalme zu spalten. Und es war so groß, wie eine Ogerkeule. Die Gauner fühlten sich sofort bedroht. Der Mann ging immer weiter auf die Gauner zu und jeder merkte, wie ihnen der Atem stockte. Er rammte das Schwert in den Tisch und sagte diesen einen Satz. Ein Bier bitte. Macht, dass ihr aus meiner Küche verschwindet. Und so durfte sich der Reisende noch eines langen, glücklichen Lebens erfreuen, während er als Flötenspieler in dem Gasthaus arbeitete. Ja, so war das. Das war die Geschichte über David Finto. David Finto. David Finto, David Finto, David Finto. Den Namen haben wir doch schon 30 Mal gehört, oder nicht? Sammeln. Ihr könnt in den Gebüschen mit euren bloßen Fingern sammeln, doch wenn ihr über das entsprechende Werkzeug verfügt, könnt ihr die Zeit sparen. Ah, okay.
David Finto. Wer war David Finto? Ich weiß es nicht. Moment. Ah, David Finto. Da war er. Der Chefkoch. Ach, und der war das mit dem Messer? Ja, ein super Messer. Du, das ist schon geschnitten. Trotzdem cool gemacht, dass hier so Leben ist in dieser Gaststätte. Finde ich schön. Ganz ehrlich. Dass so sauber wird. Naja. Ich mache mal meine Laterne aus. Dann sehen wir erstmal, wie schummrig das hier, glaube ich, wirklich ist, oder? Besser. Viel besser. Ich glaube, ich werde die Laterne weglassen. Es sei denn, wir kriegen so einen Unwettersturm, so eine stürmische Nacht. Dann können wir das gebrauchen. Hier in diesem Brackwasser werden die Teller gespült. Und verschwinden im Regal. Und unten wieder raus. Das sieht mir nach Sisyphus-Arbeit aus, nach einer echten, die du da hast. Schau mal, so. Ja, komm. Ja, ist sauber. Ja, komm. Ja, viel Spaß noch in den nächsten 300 Jahren. Okay, gut. Dann schauen wir mal auf die Uhr. 36 Minuten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge. Werden wir hier Velia erkunden. Werden wir die Crafting-Quests annehmen. Werden wir völlig verzweifelt zusammenbrechen, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen mit Questen und dergleichen. Aber auch nicht mit schönen Aussichten, mit Blick aufs Meer und dergleichen. Ach ja, hier gibt es so schöne Ecken. Ihr kennt es ja schon aus der Klosbeta 1 und 2. Wir haben hier so oft schon gestanden und einfach nur aufs Meer rausgeschaut. Und das werden wir auch wieder machen. Zum Beispiel jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.